es inzwischen auch schon tut. Ah, fuck you, YouTube. This is just freaking great und ich sollte immer aufhören, Englisch zu reden, auch wenn ich es liebe. Neuen Solar Crown Rennens. Wer wird heute der Gewinner sein? Wetten ich? Sie mit? Nein, werden Sie nicht. Alle Wetten gehen auf mich, weshalb niemand gewinnt, weil die Quoten bei mir 1 zu 1 stehen. Hey, where's the Irish in my coffee? Oh man. Well, anyways, here's an announcement from our local sponsor. Want to impress your friends with your awesome musicianship? Want to oh rock their socks off? Want to become a guitar god, but you don't know how? Don't panic. Using guitar, you can have access... Neustart. Ich hab zu stark verkackt. Das ist nicht akzeptabel. Das kann ich nicht tolerieren. Ich bin intolerant gegenüber. Ich toleriere, intoleriere Intoleranz. Ich intoleriere meine Intoleranz. Und diese Intoleranz. Intoleranz, Satch! Und ich sollte aufhören, so viel zu labern, wenn ich weiß, dass es keinen Sinn mehr gibt. Meine Fresse, die Framework ist aber im Arsch. Aber Framework-Probleme könnten in Zukunft, könnten in Zukunft der Vergangenheit werden. Ich will nicht zu viel versprechen, aber ich bin zuversichtlich. Ich bin nicht sicher, ob da irgendwas geschehen wird. Mit dem 5000 Euro PC, den ich gewinnen kann, weil ich eine bestimmte Zeit Gamekey gekauft habe. Weil, ach, das ist unwichtig. Bremsen, 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 bitte, bitte, bitte. Ja, hab ich geschafft. Schön. Kurve. No doubt about it. Und ich sollte aufhören, zur Musik parallel zu singen, weil die Leute dann merken, dass mein Video so circa eine Sekunde bis zwei Sekunden bis fünf Sekunden, weil bei meinen alten Aufnahmen, ich werde versprechen. Ab jetzt werden die Arbeitsinstrumente deutlich abnehmen, weil ich inzwischen herausgefunden habe, wie ich sie bekämpfe. So ganz simpel, aber das Problem ist, das frisst deutlich mehr PC-Leistung als bisher. Also werdet ihr euch nicht wundern müssen, wenn bei mir irgendwas Framerate-mäßig im Arsch ist, weil ganz simpel es damit zu tun hat, dass ich Asynchronität nicht leiden kann. Eine flüssige Framerate ist mir nicht so wichtig wie Synchronität in meinem Video. Ja, das ergibt total viel Sinn. Aber ist es so. Wer meine Logik herausfinden will, wird sterben. Das ist ganz simpel. Euer Gehirn wird explodieren von lauter Unlogik. Genau das wird passieren. Ganz. Ganz sicher. Und über sich in der dritten Person reden ist gar nicht seltsam oder beängstigend oder ein Anzeichen von irgendwelcher psychischen Instabilität. Nein, ist es nicht. So einfach. Ich habe überhaupt das Zeitrand verloren. Ach ja, warte mal, ich bin da einmal ins Gelände abgekommen und dann so viel Zeitstrafe und so viel Geschwindigkeitsverlust. 5, 4, 3, 2, 1 und bremsen. Ja, zu spät gebremst. Oder auch nicht. Danke, Laterne, dass du weg bist. Und jetzt... God, baddest job! Ich werde das noch mal in Zeit vorbeispielen. Nein, das werde ich nicht machen. Das ist zu viel Aufwand und Leute würden merken, dass meine Videos zu sehr ruckeln. Meine Videos ruckeln zu sehr dafür. Ich frage mich, warum dieses Spiel nicht sonderlich flüssig läuft, obwohl es jetzt nicht unbedingt das Hübscheste ist. Ah, vielleicht weil es das ganze verdammte Ibiza in den Ram schiebt.
zumindest nicht so bei Reaper Field Rivals, wo einfach nur mal verdammt die Welt sich nachladen kann und dann stehen bleibt und dann in Online-Rennen überholt wird, weil einfach nur EA dieses Spiel nicht auf die Reihe gekriegt hat. Aber dafür ist es generell nicht so stabil in der Framerate. Okay, die Framerate ist schon stabil, nur sie ist halt nicht flüssig. Das ist das Richtige. Und ich werde dieses nächste Rennen einfach nur. Keine Ahnung, was ich da machen werde. Ich glaube, ich werde gewinnen. Das ist das, was am logischsten klingt. Also. Aber bevor ich dieses Rennen starte, muss ich trinken, weil meine Kehle ein bisschen von der Batman-Stimme trocken ist. Übrigens sehr früh nachgeholt trinken, muss ich sagen. Wir sind wieder live dabei bei der Solar Crown mit all ihren Lieblingsfahrern. Miami, die Wilder Brüder, Stuart, sie sind alle hier und los geht's! Wie mein Fahrer einfach mal nicht übers Lenkrad gucken kann. Sieht man, Asiaten sind kleinwüchsig. Ja, ich liebe es, mich über mich selbst zu machen. Service announcement to everyone out there. Don't do drugs. Es ist einfach nur so verfickt leise, dieses Spiel. Es liegt einfach darin, dass ich mein Headset auch ein bisschen runtergedreht habe. Das ist der wahrscheinlichste Grund. Ich hoffe mal, dass ich Erster werde. Das ist ziemlich stark bezweifelt, aber wir werden sehen. Nein! Scheiße. Okay, ab jetzt bin ich sicher, dass ich nicht Erster werde. Auch wenn ich mir das eigentlich nicht leisten kann, nicht Erster zu sein. Ah. Ich hoffe mal, dass ich Erster werde. Ich bin mir nicht sicher, ob dies passieren wird, weil mein Glück einfach total im Arsch ist. In meinem Leben passieren nicht gute Dinge, bis ich 30 werde. Weil der Vorteil ist an der Tatsache, dass man eigentlich relativ gut in der Schule ist, man wird wahrscheinlich reich. Und ich war wieder nur Vierter. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, das geht nicht. Das ist schlecht. Ich muss nochmal machen. Aber wie mache ich das? Das ist die gute Frage. Schnell sein oder langsam sein? Das ist hier die Frage. Ist es nicht. Das ist ja auch nicht so. Sorry. Ich musste nur üben, gerade an Rassisten denken und wie es und ob es ironisch ist von dem Kerl, der rassistisch ist, den ich tatsächlich kenne und mich auch nicht unbedingt als besten handelt, was aus einem irrationalen Rassistenstatus irgendwo nachvollziehen kann, aber man kann mich auch generell an sich so glauben, ich bin schlechter Mensch. Aber auf jeden Fall, ich verhalte mich teils arrogant und größtenteils diese Arroganz ist, ja, falsch. Aber ich sollte aufhören, Menschen mit meinem Privatleben zu langweilen, weil A, ich wollte es von dem Scheiß hier sowieso fernhalten und B, es hat nicht funktioniert. Und C, ich werde Leute nicht mit meinem Privatkram lassen. Nein, 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 schlecht, grauenhaft, im Arsch. Das funktioniert nicht. Ich muss anscheinend doch in dieses.
fahren wir halt vorbei. Wir hoffen, dass es doch mal schaffen. Und schneller. Ich sollte mal wieder regelmäßiger die Videos hochladen. Bis der MK-Part da hochgegangen ist. Der war schon ewig oben, muss ich sagen. Der war jetzt ewig schon hochgeladen. Ich war einfach nur faul, zu faul, den Titel und die Beschreibung und den Thumbnail zu machen. Und die ganzen Tags einzugeben. Das kann manchmal nerven. Und ich habe nicht mal die Motivation gefunden, weil ich jetzt die ganze Zeit hatte. Die ganze Zeit hatte ich Zeit dafür. Ich hatte Zeit für... Zeit. Ich hatte die ganze Zeit Zeit. Ach, das... Ja, das wird schon mehr. Wenn immer noch nicht viel. Mach doch. Dieses scheiß Buch da lesen, das ich einfach bekommen habe. So ein Spiel, das ich verdammt nochmal liebe. Du könntest eine Spieleserie, das ich verdammt nochmal liebe. Das Spiel an sich habe ich nicht gespielt. Aber ich habe den zweiten Teil, den dritten Teil gespielt. Den vierten Teil kann ich nicht spielen, weil ich keine PS3 habe. Warte mal, ich sollte auch von Leuten die Dinge zu nerven und es... Oh, scheiße. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, what the fuck, redet der Kerl? Ich rede über die... Ja, mein Fanboyism wird jetzt rauskommen, weil ich habe nichts drüber zu reden, weil ich dieses ganze Scheiß-Event mehrmals und nochmal und nochmal und nochmal verfickt nochmal machen muss. Und es geht mir auf den Nerv. Scheiße, das geht mir so auf den Nerv. Oh, yeah! Ich habe es geschafft, zwischen den zwei Autos durchzukommen. I am awesome! Okay. Was? Worauf ich hinaus wollte, ist dieses Buch. Ja, ich lese Bücher, weil... Nerds lesen Bücher, weil... Käsekuchen und Bananenbrot und getoastete Suppe. Ja, das ergibt total viel Sinn, Martin. Das ist einfach nur großartig von dir, dass es so viel Sinn ergibt. Ach ja, genau. Ich glaube, ich muss dieses scheiß Zeitfahr-Event einfach nochmal machen, weil... Das ist nicht gut. Dann muss ich dafür sorgen, dass Miami Harris einfach nur... Nee, warte mal, nicht Miami Harris. Komm schon. Wie hieß die, komm schon, Martin, du weißt es. Es war... Tess Wintory, genau so wie der Scheißname. Mein Gott, wie schnell man diese Charaktere vergessen. Ein Charakter aus Bereich Videospielen, die man nicht vergisst. Eine neue ist. Herausforderung der Kategorie. Obwohl, doch, den kann man vergessen. Sich an. Ich glaube, es wird verbeugte Karosserien geben. Vorsicht vor Stegen unterhalb wichtig. Der Gürtellinie. Ich hoffe einfach mal, dass sie scheiße ist. Dass ich ziemlich bezweifle. Kann man überhaupt diese Events total abkacken, verlieren? Ach, scheiße. Auf jeden Fall ist es besser als ich gerade in dem Moment. In dem speziellen, besonderen Moment dieser ganzen verdammten, dummen Videospielung. Besser. Ich bin Bester. Und ich habe keine Ahnung, wie ich ihn platziert. Okay.
ist eigentlich auch nicht so gut änderbar. Es ist zu spät für Umdrehen. Eine Autoanalogie. Jetzt ist es zu spät für eine Kehrtwende. Ihr werdet euch jetzt fragen, what the fuck macht der Kerl da? Es ist eine ganz spezielle Taktik, denn der Checkpoint 2 wird von der KI nicht besonders schnell angefahren. Niemals. Also, ganz speziell. Ich fahre hier außen rum und hole ein bisschen mehr Schwung für diesen ganz speziellen This message is for you. Ever been bored when mixing concrete? Don't tell me. Mixing concrete is so dull. I'd rather be doing something that exercises my brain. Well, that's no problem now. Just get the CrossCreet 3005. It's a concrete mixer. It's a crossword puzzle generator. It's a concrete mixer and a crossword puzzle generator. Ja, weil ich mir auch einen Betonmischer in einem... Warte mal. Concrete Mixer... Crossword Puzzle Generator. Weil ich mir auch einen Kreuzworträtselgenerator in einem Betonmischer haben will. Das passt so total zusammen. Falls ihr euch, what the fuck, weil, wo redet ihr? Es war im Radio gerade. Aufhören. Oh Gott. Ich hab gesagt, aufhören. Unser neuer Herausforderer. Schön. Doing something that exercises my brain. Well, that's no problem now. Schön, ich bin irgendwer. Das ist so interessant. Und ich habe versehentlich die Cutscene übersprungen, die wir nicht nochmal gucken werden und die ich nicht irgendwo aus dem Internet rippen werde. Okay, schön. Okay. Bevor wir diesen großartigen und so interessanten Part über Emulatoren, die man nicht benutzen sollte, hatten, kaufen wir uns noch ein Ferrari. Weil wir einen Arsch voll Geld haben. Das ist der einzige verdammte Grund. Nein. So einen Arsch voll Geld haben wir dann doch nicht. So einen Arsch voll Geld schon. Der Enzo ist immer noch zu teuer. Ne, wer hat das erwartet? Ein nur 400 Stück limitierter Ferrari zum theoretisch 100. Geburtstag des Gründers soll günstig sein? Leck mich am Arsch. California? Nein, ich werde nicht dieses Auto, das erste Auto im ganzen Spiel, fahren, weil es weckt schlechte Erinnerungen. Nein, tut's nicht, aber ich mag es einfach nicht. Das Auto meine ich. Okay, 3,7 Sekunden. 3,6, ach scheiß drauf. Gibt's irgendwo oben? Vielleicht gibt's oben noch einen interessanten Wagen. Weil irgendwie fand ich die Wagen hier jetzt nicht so prickelnd. Es sind zwar Ferrari, aber irgendwie nicht so wow. Ah, was haben wir denn hier oben? Ein Ferrari 458 Italien. Mit 570 PS, 4,5 Liter V8 Motor und 3 Endtor. Jetzt im Ernst. Hinten sehen wir mal schön 3 Auspuffendrohre. Seht ihr die? Schön. Wow. Baby, was mein ganzes Leben lang. Ich sollte meinen Autogasmus nicht an Leuten ausmachen, die jetzt eher Videospielfans sind als Autofans, aber kaufen wir mal einfach dieses geile Geschoss. Und 572 sind ziemlich genau und scheiß drauf. Also. Nein. 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 Mit einem Diamanten-Finish. Das klingt schon eher nach was für mich. Lackfarbe? Rosso Scuderia. Argento Nürburgring. Oh. Nürburgring Nordschleife oder was meint ihr damit? Ich glaube schon. Blue Pussy. Blue Pussy. Blue Tour de France. Ja. Blue Ardu. Sind die alle genannt nach Rennkursen bzw. Rennevents? Silverstone in England. Modena?
ist Ferrari-Manufaktur. Eine der Ferrari-Manufaktur. Oder eine Rennstrecke. Scuro kenne ich nicht, sagen wir jetzt nicht. Medio, okay, ich glaube doch nicht alles. Scuderia, Nürburgring. Nürburgring Nordschleife, solltet ihr wahrscheinlich kennen. Tour de France, also jetzt im Ernst, Tour de France, wenn ihr das nicht wisst, dann... Ackert alle Wikipedia-Artikel auf der verdammten Welt durch in jeder verdammten vorstellbaren Strafe und, Sprache und hört auf, Videos zu gucken. Boah, es sind so viele Farben und auch noch Perlmuttfarben. Es ist einfach nur so, meine Fresse. Welche Farbe soll ich nehmen? Es gibt so viele. Ah, ich nehme einfach mal irgendwie diesen Perlmutt-Blauton, der so ganz dezent ins Lila übergeht. Sieht irgendwie geil aus. Den da. Metall oder Carbon? Ich nehme Metalleinlagen. Oder Carbon? Carbon. Und zwar... Es gibt keinen schwarzer schon mit Carbon, ne? Nein. Und rot-weiß sieht irgendwie scheiße aus. Also nehme ich mal blau-schwarz. Hier sind die Schlüssel für dein neues Auto. Ich muss mir schon wieder ein Chaos kaufen. Verdammt. Ein Auto Enthusiasmus. Geht wohl ein bisschen gerade in den Arsch. Cross Creed 3005 comes equipped with a 64-inch HD LCD for full-color 1080i true-to-life display of your puzzles. It's just like being there. Cross Creed 3005. Und mit diesen Muttergeräuschen verabschiede ich. Busting your eardrums with Road Rock. Warte mal, ich mache jetzt den Ton lauter. Ich sage Tschüss.